Das ist nicht irgendein ziemlich sanierungsbedürftiger Bus in Polch. Es ist der ehemalige Tourbus der Kelly Family. Joey Kelly war dort bei einer Kfz-Firma als Motivationscoach. Als er nebenher vom heruntergekommenen Familiengefährt berichtet, machen die Fachleute daraus spontan eine Team-Challenge. Also 50 Jahre war das Bus nicht lackiert, war überall Rost und Blecharbeit und Kratzer und alles, was man sich vorstellen kann. Und in 48 Stunden versuchen wir halt quasi diesen Bus quasi von katastrophalem Zustand zu ein besser wie neu. Es wird geschliffen, geschweißt, lackiert, was das Zeug hält. Und tatsächlich, am Ende haben sie die Herausforderung gemeistert. Auf Friedhöfen ist Radfahren gewöhnlich verboten. In Worms wird es jetzt sogar von der Stadt selbst angeboten. Mit der Rikscha werden Menschen, die selbst nicht mehr so mobil sind, direkt an die Ruhestätten ihrer Lieben gebracht. Ein Service, der alle Beteiligten glücklich macht. Die Freude kommt von beiden Seiten. Sie kriegen eine Freude gemacht. Und ich glaube, die Rikscha-Piloten, die freuen sich auch, wenn sie diesen Dienst für die Allgemeinheit machen können. Der kostenlose Rikscha-Service wird nicht nur für den Friedhof, sondern für die ganze Stadt angeboten. Buchbar per Telefon oder Mail im Wormser Rathaus. Das sind nicht irgendwelche bunten Kerzen, sondern die berühmten Mainzer Nevelinge. An Allerheiligen werden sie schon seit dem Mittelalter auf Friedhöfen entzündet. Nachdem der letzte Kerzenmacher die Produktion vor 2 Jahren aus Altersgründen eingestellt hat, werden sie jetzt wieder in einer Manufaktur für Menschen mit Beeinträchtigungen traditionell gewickelt. Und wenn man die Freude bei den Kunden halt sieht, wenn sie hier was Tolles gefunden haben, und das ist für mich eigentlich so der schönste Lohn, ja. Also jetzt gerade auch mit den Neverlingen, wenn ich hier reinstehe, wir wollen Neverlinge haben. Die Nachfrage ist so groß, dass die Wachsmanufaktur die Neverlinge wahrscheinlich fest in ihr Sortiment aufnehmen wird.